Zu besetzen ist die Rolle eines gut aussehenden Marineoffiziers. Und wen besetzt sie? Wen sucht sie sich aus? Ja, wen wohl? John Wayne natürlich. In Hollywood sagt man, dass es Marlene war, die mich dazu brachte, mich wieder als Mann zu fühlen. Sowohl im Bett als auch im Filmstudio. Es war eine große, wilde Liebe und dauerte 3 Filme lang. Wir waren richtig gute Kumpels. Wir gingen zusammen fischen, Whisky trinken und natürlich auch. Ich habe da mal was recherchiert. Nein, stopp. Bernd, bitte keine Recherche, nicht bei John Wayne. Halt, Lotte, halt. Nein, Bernd, also große wilde Liebe, das stimmt überhaupt nicht. Außerdem hast du das falsche Kostüm an. Hier in Seven Sinners, da spielt John Wayne einen gut aussehenden Marineoffizier und kein Cowboy. Lotte, später spielen sie einen Western. Du kannst nicht immer nur an dich und Mathilde denken. Das ist auch unser Stück. Bernd, John Wayne war in Marlene Dietrichs Leben nicht so wichtig, wie du vielleicht denkst, auch wenn die zusammen fischen gegangen sind. Ich denke auch, Bernd, also wenn wir noch eine Szene machen, dann machen wir eine mit meiner Figur, mit Remar. Gut, okay. Bernd. Ich muss schon sagen, es ist enttäuschend! Ich habe mir sehr viel mehr erhofft von der Figur John Wayne. Ich will von Remark auch. Scheiße da. Idee. Lotte? Dann lass mich wenigstens jetzt Bertolt Brecht spielen. Der kam genau um die Zeit 1941 in Hollywood an und blieb bis 1947. Er kam nicht zurecht mit dem Kommerz. Er wurde sogar vom amerikanischen Geheimdienst überwacht und als gefährlich eingestuft. Ich mag Brecht. Eine tolle Figur. Ja, Bernd. Voll. Aber das Entscheidende ist, Bertolt Brecht und Marlene Dietrich hatten in Los Angeles kaum gemeinsame Berührungspunkte. Außer vielleicht ein paar gemeinsame Freunde. Hey! Lotte, du hast mir Brecht versprochen. Bernd, ich möchte da jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Ey Jungs, ich finde es echt klasse, wie ihr um eure Rollen kämpft. Aber die Geschichte nahm eine andere Wendung. Im Jahr 1941 wird die USA Kriegsteilnehmer. Und in Hollywood kommt ein Mann an, der mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Mein Franzose. Sein Name Jean Gabin. Jean Gabin. Jean Gabin. Luke, hast du mal ein Bild von Jean Gabin? Ja, habe ich, natürlich. Ja. Na, kick mal, ist das nicht ein schöner Mann, ha? Mein Jean Gabin. Du, Bernd. Bernd. Ich wünsche mir, dass du meinen Jean Gabin spielst. Ha, das ist doch auch ein super Deal. Das ist doch auch die viel bessere Rolle für dich. Ha, Jean Gabin statt John Wayne. Na komm, du bist doch auch nicht so ein intellektueller Mensch. Sondern eher so ein einfacher Mensch. So ein richtiger Mann. Hast du Lust? Oui. Au revoir, Remark. Au revoir, Remark. Au revoir. Nochmal. Nicht traurig sein, Luke. Vergiss Remark.